Willkommen zurück zu Dizzys Döner, zusammen mit Izzy, hallo! Moin! Guck mal, ich habe eine neue Idee, eine neue Geschäftsidee. Okay. Siehst du das Hühnchen da oben auf dem Strommast, welches bei mir nicht auf dem Strommast sitzt? Bei mir auch irgendwo auf dem Boden. Willst du vielleicht Hühnersuppe machen? Wäre das eine Idee? Wir können das schießen, da müssen wir nicht einkaufen, weißt du? Oh, ich hätte jetzt so gerne eine Waffe, dass wir so ein bisschen wie bei einem Ranch ein bisschen hier nochmal wilde Sachen uns irgendwie holen können. Nee, Leute, wir haben in der letzten Folge, die kam bei Izzy, also Link in der Beschreibung, auschecken. Ja, weil wir müssen kurz auflösen, bevor sich alle aufregen. Ich weiß natürlich, dass es kein Hühnchen ist. Ja, es ist ein ganz normaler Vogel, nicht jeder Vogel ist ein Hühnchen, okay? Und Hühnchen können auch nicht fliegen, also. Eine kleine Taube, so ein bisschen Taube als Essen. Geht ja auch, ne? Gebratene Taube ist auch eine Leibspeise für manche. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen dreckige Teller, die gewaschen werden müssen. Wir hatten letzte Folge hatten wir einen Ehrengast hier am Start, Leute, den Influencer. Und den haben wir aber köstlich bekocht und dadurch haben wir neue Sachen freigeschalten, nämlich eine Dönermaschine. Wir haben jetzt bei Dizzys Döner endlich einen echten Döner. Wir müssen ja gucken, ob wir Dönerfleisch jetzt bekommen dafür. Also wir können zum ersten Mal auf jeden Fall in der Speisekarte jetzt mal einen echten Kebab anbieten. Und zwar hier Urfa-Kebab. Und da gucken wir mal ins Rezept rein. Wir brauchen auf jeden Fall richtig viele Sachen. Wir brauchen jetzt Ribeye. Und den Fleisch müssen wir auch mit einem Fleischwolf zerkleinern. Hast du den schon geholt? Nee, ne? Nee, musst du noch kaufen. Also wir gehen jetzt richtig ins... Wir haben so viele Achievements auch. Gesundheitsinspektor, Chefkoch der Hauptspeisen, Selbstbedienung, 50 Gerichte haben wir schon serviert. Und es geht mir gut, trinken in einer Kneipe haben wir auch schon geschafft. Ja, wir haben auch irgendwelche Sachen, irgendwelche Achievements so bekommen. Machen wir den Fleisch auf einmal mal direkt daneben. Wir konzentrieren uns jetzt auf zwei Gerichte, ne? Einmal auf den Urfa-Kebab, einmal auf die Hühnersuppe. Oha. Guck mal, wir haben so ein Achievement, den wir einfach so mal so hinstellen können. Ist eigentlich ganz cool. Nice. Ja, die hab ich gerade freigeschaltet. Oder die hatten wir freigeschaltet. Guck mal hier, so ein Spieß habe ich jetzt so hingestellt, so als Statue, so eine kleine. Hey, wir müssen den Laden auch irgendwann mal geil gestalten. Oder wir machen es erst, wenn wir umziehen, aber ich weiß nicht, schon... Ja, also wir haben schon geguckt, Leute, wir haben $6.500 oben, seht ihr das? Und wir machen im Moment, also pro Tag sind wir, glaube ich, jetzt bald schon bei so 3.000, 4.000 Umsatz pro Tag. Und da steigern wir jetzt ja eigentlich noch jeden Tag immer weiter. Und es kostet 50.000, bis wir das große Restaurant kaufen können. Das ist nicht so weit weg. Ich hätte so gedacht 500.000, aber nee, ist echt cheap eigentlich. Ja, ne, da kann man mal sagen. Da haben die Geräusche von Minecraft geklaut? Auf jeden Fall, guck jetzt mal unser erstes Kebab-Rezept an, Leute, damit wir auch unserem Dönerladen hier ein bisschen mal näher kommen. Ribeye-Scheiben nehmen. Nicht Ribeye, sondern Ribeye-Scheibe. Ich glaube, da muss ich schon schneiden eigentlich. Ja, weiß ich, hätte gedacht, wenn es eh in den Fleischwolf kommt, wieso muss man schneiden? Ja, weil damit es reinpasst. Ribeye-Scheibe haben wir jetzt hier zwei Stück. Salz, Pfeffer, Würzen. So, rein da. Braucht der dann aber irgendwie einen... Ist die Frage, braucht der einen Topf oder irgendwas, was man da rein tut? Ah, so. So, dann kann ich das jetzt nochmal hier so. Ja. Was ist das für Geräusch? Ja, ich mach ein bisschen hier Hackfleisch, mach ich hier ein bisschen. Ist ja mega laut. 400 Gramm Hackfleisch habe ich jetzt. Dann soll ich Schwanzfett schneiden. Wie bitte? Ja, ich muss Schwanzfett, muss gleich besorgen irgendwie, vielleicht beim Butcher. Schwanzfett, ah ja, das kannst du direkt wirklich so kaufen einfach. Schneiden Schwanzfett, okay. Schwanzfett wird jetzt einmal geschnitten. Schwanzfett. So, und dann muss ich das, vier Schwanzfettstücke, Salz 3 und Pfeffer 3. Also die komplett da rein. Sehr schön. Sehr gut. Salz kommt dazu und zwar 3 Gramm, also 3 Prisen Salz. Dann brauche ich normalen Pfeffer, da, schwarzer Pfeffer. 1, 2, 3. Auch drin. Okay, haben wir einen Spieß. So, das tue ich da dann. Hühnerbrühe. Alles raus. Oh, stark, okay. Und jetzt hier. Nee. Wie kriege ich ihn jetzt hier ran? Also ich habe einen Spieß gemacht, aber das kannst du nicht. Oder hätte ich einen Drehspieß holen müssen. Ach so, weil das ist jetzt noch nicht für den richtigen Döner, sondern das ist jetzt ja auch so ein Drehspieß und den kann man wahrscheinlich grillen, nehme ich mal an. So. Grillen muss auch noch Knoblauch und grüne Chili. Eieiei. Junge. Ich hole noch Knobi. So. Ich glaube, ich mache gerade das erste Mal eine Hühnersuppe. Sehr schön. Tomatensuppe machen wir aber auch, ne? Weil da sind wir Experten, das ist ja unser Ding. Aber um den nächsten Influencer zu uns zu begeistern, müssen wir halt Urda-Kebab 16 Stück oder so verkaufen. Und ich glaube, die Suppe kann wirklich nicht zu heiß werden, ne? Ja, die können wir da ewig drin kochen lassen. So, bauen wir mal schön Feuerchen. So, dann wird jetzt nämlich der Spieß, oder muss ich den neu rauftun? Ist die Suppe jetzt ready hier oder nicht? Ich hab gleich meinen ersten Kebab fertig! Meine Hühnersuppe ist komplett scheiße geworden. Ja, brauchst halt einen Experten, brauchst du vielleicht dafür. Hey, du musst das, Izzy, du musst die vielleicht erst grillen im Grill und danach dann das fertige Fleisch reintun.
sicher. Nein, guck mal, siehst du, die zwei mittleren sind auch fertig. Ich guck mir das gleich mal an. Erstmal muss ich ja bei mir einmal. Ah, das Fleisch. Ich brauche mehr Kohle, glaube ich. So. Und dann nochmal ein Anzünder. Scheiße. Da steht zum Kochtopf hinzufügen 8-mal Hähnchenspieße, also 2 Spieße A4. Aber vielleicht müssen das, vielleicht musst du fertige Hähnchenspieße machen. Ich guck mal bei deiner rein. Also, Izzy versucht gerade die Hühnersuppe zu machen. Da steht halt, schneiden Hähnchenbrust, Zitrone zum Kochtopf hinzufügen, Hähnchenspieße. Ich glaube, du hast recht, das steht da einfach nur nicht. Dann musst du sie schneiden, Hähnchenbrust und Schwanzfett, dann den Spieß nehmen und alles dran befestigen, jeweils Junge, 4 Stück. Was? Sie alles grillen. Doch, ich will doch nicht Jura studieren. Ja, aber das musst du das ja falsch sonst, wie du es gemacht hast. Jetzt hast du also irgendwelche warum weirde... Aber warum steht das da nicht? Schnell! Warum steht das bei Hühnersuppe nicht direkt? Einfach, warum steht da nicht die Hähnchenspieße direkt komplett? Ja, das ist... Die sind ja dann voll scheiße. Serviert! Der erste Kebab ist... Nein. Hä? Auch nur so lala. Ah, ich hätte es auch schneiden müssen. Aber wieso ungekocht steht da? War es ein bisschen zu, weil das war doch nicht ungekocht. Also, hä? Okay, aber hast das eine... Hast du vergessen zu wenden wahrscheinlich, oder? Ah, ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, ja, laden es auf. Ihr könnt reinkommen. Hast du aufgemacht? Die Hühnersuppe ist so scheiße geworden. Aber wir haben jetzt gar keinen... Achso, wir haben nur 2 Gerichte dann heute. Ich wollte noch Tomatensuppe machen. Ja, wir machen... Nee, wir brauchen die 2 für den nächsten Gourmet. Ah, aber deswegen... guck mal, diese Hähnchenspieße... Das heißt, ich nehme jetzt wieder die einzelnen weg hier, diese ganzen kleinen Klümpchen hier. Ja. Und das muss gewürzt werden, oder was? Ich hätte das wahrscheinlich schon vorher vorm Schneiden. Ja, guck mal als Gericht. Ja, ja, guck aufs Gericht, das ist bei Rezepte. Und das ist dann ein eigenes Rezept, das heißt einfach nur Hähnchenspieße. Das ist Überhühnersuppe. Das ist ja schon komplett fertig. Und die musst du erst fertig machen und danach machst du dann die Hühnersuppe, wo du dann halt die Hähnchenspieße benutzt. Ja. Und Urfach-Kebab ist fast fertig. Okay, ich mache nochmal einen neuen Urfach-Kebab, glaube ich. Ich habe auch noch die Zutaten da. Hier ist ja noch ein bisschen Hackfleisch drin. Was ist das schon? Das Ding hier schmeiße ich alles komplett weg. Das ist alles für die Katz. Schwanzfett, Salz. LOL! Schmeißt man die Spieße danach wirklich weg? Nein, die kannst du nicht benutzen, oder? Ach, ich wollte doch nur das Fleisch da dran wegschmeißen. Oh Mann. Guck mal, ich habe noch einen neuen gemacht jetzt hier. Und den mache ich jetzt hier wieder fertig. Dazu werde ich natürlich auch nochmal einen Knoblauch und eine grüne Chili. Ich bin immer so stolz auf mich, wenn ich mir... Wir haben viele Kunden für die Scheiße, die wir hier anbieten. Ich bin immer stolz auf mich, wenn ich das schaffe und manche Sachen mir so richtig gemerkt habe. Und dann weiß, wie das funktioniert. So, der muss jetzt nämlich gewendet werden. Die Frage ist, muss ich dann irgendwas davon auch noch irgendwann ablösen? Oder ich serviere das eigentlich direkt am Stück. Ne? Steht nur, jede Seite grillen, danach vom Spieß ablösen. Also doch. Hoppala, auf da, auf da. Und weg. Rauf da. Ich hole neue Hühnchenbrust. So, und jetzt noch ablösen. Ach, und den großen Spieß lasse ich aber hier. Aber es bleibt so... Ach, ich mache sozusagen irgendwie dann nur das Holz bleibt da. So. Die beiden so. Und jetzt muss ich aber noch schneiden. Ach man, dann muss ich den Knoblauch nämlich nehmen. Der Knoblauch sollte geschnitten werden. So, und der wird nämlich so mit serviert. Jetzt check ich noch einmal, ob das wirklich passt hier. Also mit Ufa-Kebab. Ja. Jetzt ist da alles drin. Oh nein, jetzt kommen die ganzen Leute wieder rein und kriegen nichts. Ja, aber Ufa-Kebab ist jetzt ja wieder fertig. Hier, serviert. Okay. Boom. Und diesmal alles richtig. Es läuft. Guck mal, es ist schon wieder später Abend. Aber bei diesem Nein, ich bin doch noch alles da dran. Voll. Ja, die Suppe ist jeden Moment zu spät. Das schaffst du nicht mehr. Oh nein. Aber ist der Tag eh fast vorbei. Ist jetzt okay, wir machen gleich aber zu. Aber die Suppe ist fast fertig. Nur das Fleisch fehlte, ja? Und das mache ich jetzt gerade noch nach. Also der möchte auf jeden Fall die Suppe haben. Jetzt ist die Frage, ob du das noch schnell genug bekommst. Ja, ist fertig. Wir brauchen nur einen Suppenteller. Okay, kriegst du. Ja, steht neben dir. Scheiße, 2, egal. Rein da. Oh, falsch rumgekippt. Jetzt ist er weg. Okay. Haben anscheinend falsch rumgekippt. Das hat sich erledigt, das Thema. Oh Mann. Den gleichen Bug hatte das ich auch das, in der letzten auch Folge. Ja, da das ist kein Bug. Man muss einfach nur in die richtige Richtung kippen. Ich hab's nach hinten weggekippt. Es gibt halt nichts mehr. Komm, ich mach den Laden zu. Oder einer könnte auch einen Urfach-Kebab halt holen, aber ich glaube, es kommt keiner mehr. Nee, das war kein erfolgreicher Tag. Also von meiner Seite aus war es überhaupt kein erfolgreicher Tag. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie man Hähnchenspieße macht. So schlecht war es aber auch nicht, finde ich. Also es war schon okay. Ich habe auch sogar jetzt hier in den Kühlschrank das Hackfleisch. Ich glaube, das können wir morgen noch benutzen. Ich weiß nicht, ob das Gesundheitsamt das okay findet, aber wir machen das einfach mal. Aber ich fand nicht, dass das so schlecht war. Also ich bin mal gespannt, was jetzt unsere... Dann hast du vielleicht bessere Sachen gemacht als ich. Bei mir lief gar nichts.
Ja, die Hühnersuppe war ein bisschen daneben, aber Urfa-Kebab haben wir wirklich richtig ordentlich welche verkauft. Der lief richtig gut. Zwei Gerichte. Warum waren jetzt die automatischen Einnahmen so richtig hoch? Vielleicht sind das die Sachen, die wir nicht einsammeln, sondern unser Mitarbeiter oder die sozusagen, weißt du, das, was man nicht selbst einsammelt, sondern was die direkt, ich hab keine Ahnung. Oh, wir haben ein neues Rezept freigeschaltet, hast du gesehen? Vielleicht, weil wir einen Dönerladen sind, ja, guck ich mir gleich an. Weißt du, wir einen Dönerladen, wir haben vielleicht auch die ein oder andere Nebeneinkunftsquelle, die wir vielleicht so ein bisschen waschen damit, weißt du? Verstehe. Ich sag ich mal, wir nicht, haben auf jeden Fall könnte für den vielleicht sein. Wir haben für den nächsten Gourmet schon genug Hühnersuppen gemacht tatsächlich und es fehlen nur noch 8 Ufa-Kebab, dann kann der schon theoretisch kommen. Weil das ist Toni, das ist unser nächster Influencer, den wir holen wollen. Danach kommt Elena. Aber Toni kommt erst, wenn wir Hühnersuppen serviert haben, das hat Izzy gestern geschafft, und 7 von 15 Ufa-Kebabs. Also wenn wir heute nur ein Ufa-Kebab mehr machen, Izzy, dann hätten wir direkt schon genug verkauft und dann kriegen wir elektrischen Backofen und 8 neue Rezepte von Toni. Mal gucken, ob ich das schaffe, jetzt einen kompletten Ufa-Kebab von alleine. Oder sollen wir jetzt mal wechseln? Nee, lieber nicht, weil wir haben jetzt unsere Routine drin, ne? Ja, wir haben uns jetzt, spezialisiert, sag ich mal. Hier ist mein Ufa-Kebab, der kommt da rein. Ich mach schon mal das Feuer hier. Ich weiß nicht, wie man genau 1,2 Liter da reinkriegt, auf den Punkt. Ja, oh, ich hab's geschafft. Lol, ich hab's genau in dem Moment geschafft. Solange es halbwegs da ist, ist das ja gut. Wenn es nicht perfekt ist, egal. Jetzt haben wir aber wieder nicht die Küche umgeräumt, ne? Das können wir aber gleich noch machen. Das stimmt, das stimmt. Erstmal muss der Laden laufen, dann kann man immer noch umbauen. Klar, das ist richtig. Das ist ja auch logisch. Warum steht denn Arnold hier mitten im Weg? Arnold, was machst du da? Der weiß auch nicht, was er da tut. So, hier einmal ablösen das Fleisch. So soll's sein. Dann kann der Spieß... dahin. Ich muss den Knoblauch noch einmal schneiden. Wo ist das zweite Messer? Ah, nee. Wo ist es? Wir hatten nochmal zwei, ich, ne? Weiß ich, wo du das wieder hingepackt hast. Ich tue es immer hier rein. Also manchmal daneben, aber zumindest grob dahin. So. Ah, ich kann es noch gar nicht hintun, weil wir haben noch gar nicht festgelegt, dass es das heute wieder gibt. Aber das ist ja klar, dass wir heute hier Ufa-Kebab. Können wir eigentlich doppelt Ufa-Kebab machen? Nee, ne? Das wäre geil, wenn man es so doppelt machen könnte. Also ich mache gerade zwei Spieße. Man kann sich das Rezept an die Seite tun. Das ist ja geil. Wenn man auf diesen Anpinnen tut und dann sieht man das hier direkt. Das ist eigentlich geil. So, mein Kebab ist perfekt geworden. So soll das sein. Und mehr wollen wir eigentlich auch nicht verkaufen. Ne? Oder macht Sinn, noch was anderes anzubieten, wie so eine Tomatensuppe als Vorspeise? Oder? Dann die Vorspeise ist ja schon meins. Meine Hühnersuppe ist ja die Vorspeise. Ja, aber wir können sie ja trotzdem machen. Tomatensuppe ist geil. Wie kann ich denn von dem Spieß, wie kann ich jetzt die Inhalte des Spießes da reinpacken in die mit Suppe? Mit F ablösen. Vielleicht schon auch noch hier so ablösen. Guck mal hier, ich mach mal. Und so. Und jetzt hast du hier die so. Jetzt kann ich sie einzeln reinschmeißen. Wie viele sollen rein? Achso, liegen die nicht oben drauf? Muss man die wirklich reinschmeißen? Ja, natürlich. Siehst du, so da rein. Noch einen da rein. Na guck mal, deswegen, man kann die drauflegen und dann abmachen und reinschmeißen. Ja, wie viele müssen rein? Ja, alle 8. Okay. Hast du sie jetzt gestern ohne Fleisch sozusagen verkauft? Ja, jetzt ist fertig, oder? Du hast eine Hühnersuppe verkauft ohne Fleisch? Oh mein Gott. Und dann kann ich das nehmen. Und dann kommt es jetzt hier rein. Fertig, oder? Ja, und du hast sogar, es gibt alles sogar noch 100%. Mehr. Alles nice. 100%. So, ich mache hier noch ein bisschen rein. Ach, guck mal, man muss sogar nicht so viel reintun. Ich habe jetzt zu viel gerade gemacht. Also der Teller ist jetzt noch größer. 0,3 ist der jetzt. Wieso hast du das schon im Teller gemacht? Oh, ich wollte mal ausprobieren. Das machen wir doch erst, wenn es leer ist, du Idiot. Ah, okay, sorry. Oh, Mann. Aber, ja. Aber ist auch noch was drin, siehst du? Ist halt noch was da drin. Ja, ja, klar. Das heißt, ein Kochtopf reicht für richtig lange. Ja, guck mal, und siehst du? Jetzt will nämlich keiner eine Suppe haben. Ja, wir machen gleich noch einen Spieß fertig. Das ist ja wichtig. Mach einen Spieß, ja. Ich schmeiß mal, die Holzsticks können ja wahrscheinlich weggeschmissen werden, oder? Ja, die Holzsticks würde ich auch schätzen, dass die weg können. So, ich brauche nochmal ein bisschen Knobi hier auf dem Grill. Dann machen wir noch ein bisschen ein schönes Stück grüne Chili darauf. Ey, es gibt keine Ufa-Kebabs mehr, ne? Alle weg schon. Okay, ja, ist jeden Moment fertig. Alle weg. Und der Nächste kommt und was will er? Er will Kebab. Natürlich will er Kebab. Ja, kommt direkt. Noch einmal das Knoblauch zerkleinern. Rauf auf den Teller. Ablösen. Alle wollen nur Kebab. Nur Kebab. Alle wollen nur Kebab. Er fängt schon an, langsam sauer zu werden. Ja, ich muss ja den Spieß wegbekommen. Das ist, alle wollen Kebab. 3 Leute stehen hier und wollen Kebab. Ja, komm. Kebab. Keiner das ist. Will eine Suppe. Ja, und ist wieder top. Top Kebab. Hier. Noch Leute. Einer, der Kebab will. Wir müssen direkt neu machen. Scheiße, ich muss erstmal Fleisch holen. Okay, da ist das. Es kommen noch 3 weitere Leute rein in den Laden.
Ich hab Probleme. Alle wollen Kebab. Scheiße. Alle wollen Kebab. Ja, ist ja eigentlich gut, aber wie soll ich das jetzt schaffen? Ach du Scheiße. Okay, ich muss Ribeye zerkleinern. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Das Rezept aufmachen wird allein schon helfen. Okay. Alles im Fleischwolf rein, schneiden mit Schwanzfett, also Schwanzfett schneiden. Ja, erstmal. Und Toni wartet schon auf die Einladung. Oh, stark, okay. Vier Schwanzfettstücke, 3 Gramm Salz und 3 Gramm schwarzer Pfeffer. Bin wir durcheinander. Ich brauch Schwanzfett. Ja. Oh, ich steh blöd. Ich will niemand eine Suppe, ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe die perfekt. Alles ist auf 100 und keiner will eine scheiß Suppe holen. Ich glaube es nicht. Viermal Schwanzfett, ne? Alles rein. Was war das nächste? Schwanzfett ist drin. Was soll dann noch rein? Salz, Pfeffer, 3 Gramm. Okay, jeweils 3 Gramm Salz und Pfeffer. Was muss danach rein? Dann sollst du den Spieß nehmen und den Inhalt in der Rührschüssel am Spieß befestigen. Okay, mache ich. Den Inhalt von der Rührschüssel am Spieß befestigen. Ja, wird gebraten. Okay. Jede Seite grillen. Ja, eine ablösen. Grüne Chili, das weiß ich wieder. Eine grüne Chili und einen Knoblauch. Yep. Danach Knoblauch. Ah, der ist aus, der ist aus. Wer ist aus? Der Grill ist aus. Oh, einer will eine Suppe, ich glaub's nicht. Ja, der Laden macht eh jetzt zu. Der Tag ist schon zu. Der Tag ist vorbei. Ah, scheiße, okay. Dann nehme ich den Grill und tue mal rein. Vielleicht können wir morgen machen. Immerhin ist einer noch meine Suppe. Einer. Mm. Ah, er ist sehr, sehr happy mit meiner Suppe, ja. Ist auch Choc-Güzel. Ich sag's dir, wie es ist, mein Bruder. Ja, aber das war eigentlich... Also natürlich, ein paar haben es jetzt nicht bekommen, das war schade. Aber an sich war das schon ein ziemlich erfolgreicher Tag, ne? Ich finde, verstehe halt... Der nächste Gourmet möchte vorbeikommen, ne? Stimmt, der wird jetzt... Also den kann man direkt eigentlich... Kann man den sozusagen jetzt noch auf Gourmet schon einladen? Man, ich werde morgen da sein. Du hast ihn schon eingeladen, ich glaub's nicht, Junge. Ja, mach hier... Also. Zack, zack, es gibt ja... Guck mal, wie viele es gibt. Da gibt's ja... 5. Ich dachte, das waren so ganz viele. Okay, 5. Ja. Lassen wir den Kochtopf jetzt einfach bis morgen durchlaufen, oder? Ach, wobei, das wäre schon interessant, wenn das morgen noch fertig wäre, aber ist es eh nicht, oder? Ja. Aber wir können es mal probieren. Okay, aber Laden passt soweit, die Suppe kann bis morgen weiter vor sich hin köcheln, die wird ja eigentlich nur besser. Wieso haben wir gerade 500 bezahlt? Spieße geholt. Oh mein Gott. Wie, oh mein Gott, wir brauchen die doch. Wir hatten 2 Spieße, reichen doch erstmal. Nein. Du aber machst die 2 Spieße, ja nicht, ich mach 2 Spieße. Ja, aber die werden ja nicht verbraucht. Die sind ja, das ist ja, verstehst du? Ja, offensichtlich schon. Nein, meine nicht. Ja, klar. Ich weiß, dass ich einen weggeschmissen habe. Ich habe keinen weggeschmissen. Ich weiß auch nicht, aber ich benutze die nicht. Du, jetzt haben wir auch noch Rechnungen zu bezahlen. Mein Gott, ey. Bei der Bank, ja. Hast du Zeit für unseren Mitarbeiter? So, aber Uhrverkehr. Alles geht wieder weg. Ah, guck mal, wer wartet denn hier? Oh Gott. Oh Gott, wer wartet hier? Ey. Was will der denn? Ey. Scheiße. Ich muss erstmal meine Box wegtun hier. Einfach unauffällig reingehen. Oh mein Gott. Was für ein Gestank. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie sich um Ihr Restaurant kümmern sollen. Dafür muss Ihnen eine Strafe aufrufen. Hä? Was für ein Gestank? Uns ist alles clean? Haben wir die Suppe zu lange da gehabt? Oh nein, die Suppe ist vergammelt wahrscheinlich, ne? Kann sein. Mal gucken. Okay, er hat uns auf jeden Fall eine Strafe gegeben, aber ich habe den Preis jetzt noch nicht gesehen. Aber die Suppe ist nicht vergammelt. Die läuft noch. Die ist gut. Ja, aber anscheinend ist das das Problem. Die Suppe hier vielleicht, aber die kriege ich nicht weg. Die hier. Die ist ja von gestern. Ich glaube, ich muss sie mal, einmal wenn ich servieren jetzt die Suppe von und dann gestern wieder wegnehmen. Nehme und hier reinpacke. Oh, jetzt ist sie leer. Kann ich die jetzt hier reinpacken einfach? Warte eine Sekunde, ich habe die. Guck, die ist kalt und deswegen die werde ich jetzt wegschmeißen. Ey, ich habe komplett alles für 100. Ja, sehr gut. Hey, du konntest alles 2 100. auf einmal machen. Hast du gesehen? Wieso konntest? Ich habe auch eine Hühnersuppe gemacht. Das konnten wir 2 parallel machen. Ich habe die nur jetzt weggetan, weil die ja von gestern war. Normal konnten wir noch nie 2 Pommes parallel oder so machen. Jetzt konnten wir gerade 2 Hühnersuppen parallel Sicher? Machen. Ja, und eigentlich war eine Tomatensuppe auch super. Ah, guck mal, hier steht, was stinkt. Hier ist dein... Du hast in deinem Fleischding hast du es drin liegen lassen. Ah, das war dumm. Okay, verstehe. Das ist es. Okay, deswegen haben wir die Strafe. Okay, aber das ist zumindest ist nicht random, dass wir das sozusagen bekommen haben, die Strafe, sondern das war ist auch halt zurecht. Gut, dass wir wissen, dass wir die Suppe stehen lassen können. Ja, Suppe kann man stehen lassen, Hackfleisch nicht. Aber hier drin, ne, ich habe ja einen Hackfleischspieß drin gelassen, das war okay. Also ich habe ja einen fertigen Spieß, habe ich gemacht, und der kommt auch direkt jetzt drauf. Kannst du Feuer da anmachen? Vielleicht kriegen wir auch erst vom nächsten das Rezept, damit wir die Dönermaschine benutzen können, weil... Also ich habe jetzt kein Gericht gesehen, was wir so nutzen können einfach. Aber, ah, warte mal. Stimmt. Ich kann das Ribeye hier rauf tun und dann... Habe ich einen Döner! Lol. Ich habe einen Döner gemacht! Aber wir haben gar kein Gericht, was ein Döner ist, weißt du? Ja.
Oder wir haben bei den Rezepten, haben wir nichts, was ein, also von also den... wir brauchen jetzt aktuell nur noch Kebab eigentlich, ne? Deine Fleisch verbrennt. Oh nein, ist gewendet. Danke. So, der Spieß weg. Guck, Spieß ist wiederverwendbar, ist gar kein Problem. Messer, einmal mein Knoblauch zerkleinern. Messer und zurück. Immer die Hähnchen. Dahin, fertig. Und so, UFO Kebab, fertig. So wie es sein muss. Oh, tatsächlich leicht verkocht, egal. Verkaufen wir trotzdem. Wir können auch schon aufmachen, den Laden, oder? So, wir sind bereit. Bereit für die ersten Gäste. Kommen Sie rein. Oh nein, 4 Gramm. Oh, scheiße. Der erste Kebab wird gemacht. Okay, Kebab kann man auch direkt schon mal eigentlich wieder nachproduzieren. Oh, ich habe gar kein Bauchfett mehr. Oh, ich muss schnell einkaufen gehen. lauf. Oh nein, gleich kommt der Restauranttester. Yep, Schwanzfett meine ich. willkommen zurück. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht, der Tester. Ich werde gleich da sein, sagt er. Oh, der kommt jeden Moment. Ist er schon da? Er ist doch schon da, unser Tester. Oh mein Gott. Riecht nicht schlecht, aber irgendwas fehlt noch. Teigarbeit, sagt er. Er will Teigarbeit, okay. Oh, wei, wei. Was heißt das? So. Ich muss da einmal das hier rausnehmen. Was will er? Ich muss erstmal schnell zubereiten, weil hier ist was anderes nicht fertig gewesen. Ja, so. Hey, ich bin Tiny Tony. Du kannst dir sicher denken, warum sie mir den Namen gegeben haben. Jeder in Meisterorganisation, in der Meisterorganisation hat seinen eigenen Spitznamen, wenn du weißt, was ich meine. Tiny Tony, okay. Ich flüstere dem Teig zu, mein Freund. Ich knete ihn mit Liebe und bin berauscht vom Duft des gebackenen Teigs. Das kann ich dir beibringen, wenn du meine Prüfung bestehst. Magst du Rätsel, Junge? Wähle eine der 3 Rätselboxen, die ich dir zur Verfügung stelle und koche mir ein Gericht aus den darin enthaltenen Zutaten. Was meinst du? Schaffst du das? Das Mystery ist ja... Box mischen? Junge, was ist denn jetzt los? Der hat... Guck mal, die verschiedenen auf den Boden geworfen hier. Ich nehme... Ich habe eine habe ich weggeworfen. Eine ist in der Ecke. Ich nehme mal die Mystery Box. Okay, mal gucken, was drin ist. Das müssen wir jetzt kochen. Also, okay. Es ist ganzes Huhn, rote Chili, grüne Chili, Petersilie, Zwiebel und Zitrone. Ach du Scheiße, ich hol schon mal ein ganzes Huhn. Nee, du musst nichts holen, Izzy. Wir haben die Zutaten jetzt hier, so habe ich das verstanden, und müssen daraus was kochen. Also guck, ich habe jetzt ein ganzes Huhn. Hier liegt das komplette Huhn. Und das müssen wir jetzt irgendwie zubereiten. Wie machen wir das? Backen oder nicht? Aber wir haben keinen Ofen. Können wir es auch grillen? Backofen. Können wir nicht das ganze Huhn grillen, aber davor vielleicht irgendwie einreiben? Mit Zitrone einreiben oder sowas? Boah, hast du dir die ganzen Gerichte... Ich weiß gar nicht, was ist das denn jetzt alles? Wo sieht man denn? Rote Chili, grüne Chili, die kann man fertig machen. Petersilie packen wir am Ende oben drauf. Easy, Zwiebel, Zitrone. Das ist eine Suppe, oder? Das ist eine Suppe? Zwiebel, die Zitrone, Zwiebel, Petersilie, klingt für mich nach Suppe. Ja. Ich weiß es aber nicht. So eine scharfe, was machen wir denn sonst? Hühnersuppe? Aber ich weiß nicht, was machen wir denn sonst mit Zwiebel und Zitrone? Scheiße, Kellner, weißt du, wie wir das machen, Alter? Der hat voll viele... Was machen wir hier? Scheiße. Und kochen wir ein Gericht aus, den darin halt nur wie meins zu schaffen. Oh Gott. Man könnte es auch schneiden, kann man ne? Das nicht. Aber du kannst auch das schneiden, kannst du ja, es doch bestimmt, wir, ne? Müssen wir bestimmt, müssen wir auch, glaube ich. Können also wir schneiden das erstmal und gucken mal, was rauskommt? Was kommt raus? Wieder Hähnchenkeulen. Okay. Hähnchenkeulen, dann machen wir einfach wieder. Ich weiß nicht, was wir mit Zwiebeln und Zitrone machen. Nee, wir haben halt ein Hühnerbein ohne Hähnchenbrust bekommen. Also aus der Hühner, aus der Hähnchen, also die Hähnchenkeulen einfach braten, würde ich sagen, wieder, oder? Ja. Ich mache einfach wieder scharfe Hähnchenkeulen. Und dann machen wir genau... Du hast vergessen, vorher zu würzen! Warum hast du das Hähnchen kaputt geschnitten? Kann man es nicht jetzt noch würzen? Ja, kann man auch jetzt noch. Nee. Doch. Sicher? Nein. Ja. Immer 3 auf alles? Bist du nicht die Keule am Würzen? Ich hab... Nee, beides natürlich. Okay, die Keule hast du aber auch jetzt mit schwarzem Pfeffer anstatt Chili-Pfeffer gewürzt, ne? Ja, aber kann man auch mal machen, oder? Keine Ahnung. Und was machen wir in der roten und der... Was machen wir in den verschiedenen Chilis? Komm einfach nur auf den Grill. Grüne Chili machen wir drauf, rote auch einfach. Und die Zwiebel? Ja, bei der Zwiebel weiß ich auch nicht. Die können wir theoretisch auch einfach drauf machen und danach schnibbeln und drauf machen, ne? Oder erst schnibbeln. Aber was mit der Zitrone? Ich nehme mal die Zitrone. Zitrone ist am Ende drauf, hätte ich gesagt, oder? Ich kann sie nicht drehen. Achso, die ist einfach fertig. Achso, die sind einfach fertig. Hühnerbein ist auch fertig. War die Zwiebel schon auf dem Grill? Nee. Das ist super sinnlos. Aber vielleicht reicht es. Sinnlos. Vielleicht reicht es. Und vielleicht können wir die Zwiebeln dann einfach so dazulegen. Dann kann er sich selbst so ein bisschen, wenn er ein bisschen, weißt du, ein bisschen was noch möchte an Säure, träufelt er sich das selbst so rüber. Vielleicht. Ja, klar. Wie bei so einem Salat so dazu, ne? Ja, und dann machen wir hier so ein bisschen 2 Petersilienstücke noch so quer drauf. Ist einfach so ein Grillteller, weißt du? Das ist halt so dermaßen unkreativ.
Aber sieht auch nicht so kreativ aus. Also ich glaube, der wird so einen geilen, weißt du, so einen Hausmannskost-Grillteller, würde er vielleicht auch ganz gut finden, weißt du? Ja, hier sind die Zwiebeln noch dabei. Machen wir hier so ein bisschen hinten bei den kleinen Stückchen dazwischen so. Jetzt servieren wir. Moin! Warte, stopp! Oh mein Gott. Hast du es gegeben? Nein. Stell wieder hin, ich habe das Hähnchen noch in der Hand. Junge. Jetzt. Okay, moin. Bitteschön. Level up. Was sagt er? Bin gespannt. Aber ist alles nicht schlecht. Sei ehrlich, Bruder. Alles nicht schlecht. Alles gut gebraten, oder? Wir sind ja auch ein Dönerladen und nicht so ein 5-Sterne-Schuppen, weißt du? Wir können jetzt nichts. Wir haben jetzt ehrliche Hausmannskost gemacht. Diese Liebe zum Teig ist ein wunderbares Gericht. Hä? Sie haben Potenzial, aber ein guter Koch sollte es können, auch in der Backstube unter Beweis zu stellen. Ich habe dir ein neues Rezept geschickt. Du solltest dir einen neuen Backofen und einen Standmixer zulegen. Warte mal, das ist. Dann haben wir das freigeschaltet, oder? Ja, das war erfolgreich, Easy. Ja, das war stark. Oha. Nice! High five, klatsch. High five, Alter. High five, Kellner. Okay, wir können ja gleich nochmal umstellen, aber ich stelle jetzt gerade einfach mal, dass er überhaupt mal irgendwo steht, stelle ich mal hier hin. Große Backofen. Kühlschränke haben wir mittlerweile auch. Boah, wir haben so viel Zeug. Ach, wir können jetzt wirklich auch süße Sachen können wir auch machen. Jetzt machen wir diesmal hier, tue ich das hier schön natürlich in den Kühlschrank. Dass das nicht nochmal passiert, dass hier uns irgendwas. Ah ja, und der Spieß, der war komplett umsonst. Ich kann tatsächlich nicht hier auf den, auf unseren Spieß zugreifen. Also der wird wahrscheinlich bis morgen gammeln, habe ich das Gefühl. Aber ich komme halt da nicht ran. Ich weiß gar nicht, was man mit dem Ding machen kann. Ah, man könnte ihn anmachen. So, jetzt läuft der Döner. Weißt du, Izzy, es war ein sehr erfolgreicher Tag. Manchmal muss man sich auch einfach mal alleine belohnen mit einem schönen Döner zum Abschluss, weißt du? Bevor unsere nächste raushauen jetzt ist, dass wir die wirklich die Hammer-Influencerin Elena hier, bis wir die verköstigen. Und damit sie kommen, müssen wir aber 20 Hot Dogs machen, 15 Hamburger, 15 Zitronen, 10 Zitronen, Knoblauchspieße. Also da ist auf jeden Fall noch einiges vor uns. Aber dann können wir auch Nachspeise und so weiter machen. Also damit geht's dann weiter. Aber davor haben wir jetzt einfach nochmal unseren eigenen Döner. Haben wir noch am Start. Also die Suppe konnten wir auch über Nacht da lassen. Vielleicht können wir den Spieß auch einfach über Nacht hier weiter laufen lassen. Weil abbekommt man ihn, glauben wir, nur mit dem Messer. Also noch kein Werkzeug, was wir jetzt gerade haben. Wir lassen erstmal alles so zurück. Ansonsten sieht's ja ordentlich hier aus. Gesundheitsamt wird schon passen. Alter, wieso hast du unserem Biertrophäe hier auf dem Mülleimer raufgetan? Guck eigentlich? Mal, hier sind unsere Achievements. Tiny Tony und Spicy Juan haben wir schon begeistert. Stimmt. Bei uns läuft's. Ja, bei uns scheint wirklich zu laufen. Aber damit würde ich sagen, sehr, sehr erfolgreicher Tag bei Dizzy's Döner. Wir gucken natürlich noch einmal unsere Achievements zum Ende des Tages an. Wie haben wir den Tag abgeschlossen? Hühnersuppe, ja, top. Oh, fuck, Gelber Pommes ohne Ende. Und damit haben wir täglich einer von 3.800 gehabt, Izzy. 3.800 an einem Tag. Rekord. Also wir gehen mit großen Schritten, gehen wir auf unser eigenes ganz großes Ressort. Nicht nur das Acting, sondern mit Außenbereich wirklich Premium-Dönerladen machen wir auf. Aber das, damit geht's dann weiter. In der nächsten Folge, die kommt natürlich auf den Kanal von Izzy. Link unten in der Beschreibung. Also bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Und das war's für heute von Dizzy's Döner. Google-Bewertung in die Kommentare. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.